haben wir dann doch nur. Ja, es sind doch nur 5 Läufe, Verzeihung. Also, es ist. Viele Listen, viele Ergebnisse, viele Zahlen. Da ist mir auch noch die Startliste des 400-Meter-Laufs von gestern ein bisschen dazwischen gekommen. Das ist jetzt also der 5. und letzte Lauf mit dem führenden Damien Warner aus Kanada. Mit Frederik Samuelsson auf 1, mit Ilias Korenev auf 2. Rico Freimuth. So, jetzt muss auch er ein bisschen die Kampfkeule auspacken. Sonst wird es heftig, dann in Ratingen. Damien Warner auf dem Weg zum Triple. Der Kanadier war gestern wirklich souverän. Toll in Form und souverän. Aufholjagd von Matthias Brucker. Erfolgreich. Ist kein guter Sprint, aber er hat sich gesteigert und gesteigert. Und dann als 5. übernachtet. Und Jorge Ureña aus Spanien liegt an der 18. Stelle. So, unter 14 Sekunden. Können auf alle Fälle einmal Warner und Freimuth laufen. Ureña hat das auch schon geschafft, Skorinev auch schon. Bedingungen jetzt gut und wenn man weiß, dass Warner gut drauf ist, dann ist ihm eine Zeit von deutlich unter 14, 13,60, 13,70 sowas zuzutrauen. Eine Zehntelsekunde im Hürdensprint sind 12 Punkte mehr oder weniger. Samuelsson liegt auch noch gut klassiert im Gesamtklassement an der 7. Stelle. So, guter Start. Warner ist exzellent weggekommen, liegt schon vorne. Dritte Hürde passt, die 4. auch. Wir konzentrieren uns hier auf den Kanadier, der wieder ein fulminantes Rennen hinlegt. Eine noch und dann hat er es geschafft. Und das gibt eine tolle Zeit. 13,57. Windstill beim Lauf des Kanadiers. Und der läuft hier ein konkurrenzloses Rennen, einen Start-Ziel-Sieg. Glänzenden 13,56 korrigiert heraus. Und damit ist es die insgesamt drittbeste Zeit, die es jemals in Götzis gegeben hat. Den Rekord hält er selber mit 13,54. Und damit wieder ein paar Punkte herausgequetscht. 13,63 im besten Zehnkampf, also so 7-8 Punkte sind es wieder. Bringt ihn derzeit auf ein Plus von etwas über plus 40 auf seinen eigenen Rekord. So, Samuelsson hat die Hände da, so weit hinten, das muss mir einer erklären, der kann auch im Startblock vorgehen. Das ist, ja, müssen wir ihn befragen, was da die Idee dahinter ist, dass er ein bisschen von hinten laufen will, um zu sehen, wie es die anderen machen. Ansonsten ist die Vorgabe hier, nur die Hände müssen hinten bleiben, den Startblock darf er sich vorholen. Aber Damien Warner. So, hier super herausgestartet, glänzende Technik. Natürlich profitiert er von seinem Grundspeed. Rico Freimuth noch ganz gut dran, 13,96, er bleibt auch unter 14 Sekunden. Das ist keine alltägliche Leistung für den Deutschen, der hier recht brauchbar startet. Matthias Brucker mit 14,24. Auch so im Bereich seiner Möglichkeiten. Samuelsson 14,38, Skorenev 14,44. Der Russe bestätigt damit ein bisschen auch den Eindruck des ersten Tages. So richtige Superform ist es nicht, die er hier mit nach Götzis gebracht hat. Ja, und das ist eigentlich Rico Freimuth schon gewöhnt in den Sprints. Im Zehnkampf, dass er meistens im gleichen Lauf ist mit Warner, dass er meistens sich ein bisschen dranhängen muss. So, Damien Warner also hier wieder. Lauf-Sieg, Disziplinensieg für den Kanadier auf dem Weg zum Triple. Yeah. Damien Warner hier also wieder mit 13,56, ganz exzellent. Wie gesagt, das war Hauptziel hier. Solide Leistung im Hürdensprint abzuliefern. Ist ihm gelungen. Und natürlich Rico Freimuth, ordentlicher Sprung nach vorne. Gesamtklassement schauen wir uns gleich an.
Der Niklas Kaul ist zwar gut gelaufen, aber verliert hier natürlich wieder viel an Terrain. Lennon Victor, Martin Rohe, der büßt da natürlich ein. Der zwischenzeitlich Dritte gestern ist hier mit wieder ein bisschen zurückgefallen. Gesamtklassement, Kai Kasmirek an der zweiten Stelle, nach wie vor hinter Warner, hat noch 61 Punkte Vorsprung auf Matthias Brucker, dann Uibo Braun, Rico Freimuth jetzt wieder Sechster und Niklas Kaul an der neunten Stelle. Damit war zu rechnen im Sprint, aber alles noch offen. Karel Tilger rutscht auch ein bisschen zurück von der Hürdenzeit her. Also nur vorne kann sich Warner selber schlagen. Der Rest, da ist noch viel, viel möglich. Kai Kasmirek von der Qualität her, wenn er auch durchkommt, heil, müsste sich für ihn mit 2 ausgehen. Lennon Victor enttäuscht hier. Leider bringt er seine Möglichkeiten nicht hier auf die Bahn. Und Zachary Simek, der beste Amerikaner derzeit, auch noch relativ weit zurück im Gesamtklassement. So, Darko Pesic, besten Dank an den Montenegriner, hat uns ein paar interessante Aufschlüsse gegeben mit seiner GoPro um die Brust herum. Das war unser Hans Knaus im Hürdensprint. War angeblich gar nicht so einfach, dieses Band an seinen Brustkorb anzupassen, weil der doch ein wenig überdimensioniert war als Zehnkämpfer.